anwesend befinden. Die sind jetzt soweit formell abgeschlossen, müssen aber jetzt noch umgesetzt werden. Und da möchte ich jetzt aber zunächst einmal auf den Kreisverkehr eingehen. Der Kreisverkehr ist ja allen schon sehr, sehr bekannt, oder den meisten zumindest. Und hier hat man einen kurzen Überblick, wo sich der Kreisverkehr etwa platziert. Da hier ist der Sparmarkt, da hier ist die Schule. Wenn man schaut, dann hier herüben befindet sich die Kirche, da ist das Haus von der Familie Frieda und genau in der Mitte wird sich noch dann der Kreisverkehr noch einmal hier platzieren. Formell ist alles abgeschlossen. Das Tolle ist im Ganzen, dass die Firma Spar uns sich beteiligt an diesem Projekt und rund 240.000 Euro zu dem Kreisverkehr dazu bezahlt. Und somit ist es für uns noch dann auch machbar, dass wir diesen Kreisverkehr umsetzen. Was auch erwähnenswert ist, wir haben das einstimmig im Gemeinderat beschlossen, dass wir diesen Kreisverkehr umsetzen. Und wesentlich vielleicht dann noch zu erwähnen ist, dass es einfach Fußgängerübergänge dann. Man sieht eben da diesen Fahrbahnteiler, der unterbrochen ist. Das heißt, also für die Kinder ist es dann auch sicherer, wenn sie nicht zwei Vorstellen auf einmal überwinden müssen, sondern können da noch warten und schauen, dass sie sicher dann über den Zebrastreifen drüber kommen. Was ändert sich, wenn man da hier schaut? Das ist fußläufig der Weg neben dem Schulpark, der sich hier befindet. Und dieser Weg wird jetzt ein Stück innerhalb vom Schulpark geführt, sodass die Kinder sicher dann zur Schule hingelangen. Das heißt, daher befindet sich der alte Baum, der unter Denkmalschutz steht. Und dieser grüne Bereich wird auch dann eine sogenannte grüne Insel werden. Und dass das Ganze dann von der Straße getrennt ist. Also so können die Schulkinder dann sicher, wenn sie da aussteigen aus dem Bus, sicher dann in die Schule kommen. Was wäre noch zu erwähnen? Der Kreisverkehr selbst da hier wird von der Liebhofbachbrücke herunter rund um 60 cm tiefer gelegt werden. Das heißt, es wird langsam abfallen, das heißt, es wird alles etwas tiefer gesetzt werden. Heißt so viel, dass man auch aus der Hitzendorfer Straße, wenn man da herausfährt, noch nicht mehr bergauf fährt, sondern dass man einigermaßen gerade noch dann rauskommen kann. Und ich sage mal, der Kreisverkehr selbst ist für Liebhof eine tolle Sache, nicht nur, weil man im Kreis fahren kann, sondern vor allem deshalb, weil er ein bisschen ein Bremsen doch ist und ein gewisses Zentrum als solches noch dann von Liebhof nachher anzeigt. Aber bei der nächsten Folie werden wir dann gleich sehen, wie das Ganze dann ausschauen kann. Ich habe da eine kurze Animation, die recht eindrucksvoll noch dann zeigt, wie sich das Ganze dann platzieren wird. Es geht jetzt nicht nur um den Kreisverkehr, sondern auch um die Platzgestaltung, die zukünftige zwischen Kirche, Veranstaltungshalle und zwischen der Volksschule. Es ist im Zuge des Kreisverkehrs angedacht worden, wenn man da schon so umfassende Bauarbeiten noch dann vornehmen muss, ob man nicht gleich auch die Gestaltung des Platzes vor der Kirche, Schule und Veranstaltungshalle vornimmt und hat sich da schon einige Gedanken gemacht, wie das Ganze dann ausschauen kann. Um unseren Ort noch schöner zu machen.
Der Glockenturm, wie ihr seht, wird auch verschönert werden. Das werden Lamellen sein in verschiedenen Farben. Da hat sich der Vorgemeinderat schon zusammengesetzt und die Kampagnenarchitektin Frau Kruis Nina hat sich da sehr viel Gedanken gemacht und hat auch diese Animation zur Verfügung gestellt. Man sieht da also die verschiedensten Perspektiven. Ich gehe nachher dann noch näher darauf ein. Und ich glaube, im Wesentlichen wird das Ganze ein ganz, ganz tolles Projekt werden. So, ich gehe jetzt einmal direkt in die Perspektive hinein. Ja, so würde das Ganze vom Sparmarkt ausschauen, ich gehe ein bisschen tiefer runter, damit man das sich besser vorstellen kann. Wenn man da also so vor dem Spar steht, dann wird man so darüber blicken, über den Kreisverkehr zur Kirche, zur Schule und auch noch dann zur Veranstaltungshalle. Das Ganze soll den Sinn haben, dass man dort einen großen Platz schafft, der auch in weiterer Folge einen Vorteil bieten würde, dass wenn Feierlichkeiten zum Wochenende wären, dass man in Zukunft die Pfarrgasse wahrscheinlich sperren kann, wenn man eine andere alternative Route noch dann zur Verfügung hat, die entlang wahrscheinlich dann vom Friedhof auch geführt sein wird. Aber das sind so die ersten Pläne, die auch umsetzbar wären, jetzt nachdem der Kreisverkehr nach Ostern errichtet werden wird. Das wird circa 2 bis 3 Monate wird das in Anspruch nehmen. Und bei dieser Gelegenheit ist es eine der Überlegungen, diese Platzgestaltung dann auch mitzumachen. Finanzierungsmäßig schaut es so aus, die Kosten belaufen sich zwischen 400.000 und 500.000 Euro für Platzgestaltung. Und da sind natürlich auch noch Diskussionen mit der Pfarre zu tätigen und mit anderen Anrainern, welche Förderung und Unterstützung es bis jetzt noch danach gibt. Teile können aus dem Volksschulbudget verwendet werden, weil es direkt die Volksschule betrifft. Und ein anderer Teil des Straßenbudget, weil es dort einfach also generell eine Sanierung geben muss, ist vor allem da die Hitzendorfer Straße, dieses Stück da hier, das wird aus dem Straßenbaubudget finanziert werden, weil sowieso diese Straße, dieser Kreisverkehr errichtet wird, es da sowieso noch einen Anschluss geben muss, die noch passend sind. Und so gesehen würde dieses Straßenbaubudget, das wir sowieso jedes Jahr geplant haben, würde das auf jeden Fall ausreichen dafür. Für die anderen Flächen, die wir noch haben vor der Veranstaltungshalle dergleichen und vor der Schule, muss man sich das nachher noch genau schon mal durchrechnen, wer sich jetzt alles bei diesem Platzgestaltungsprojekt noch gut begleiten wird. Aber wenn alles gut geht, könnte es gleichzeitig noch mit dem Kreisverkehr umgesetzt werden und man könnte sagen, dass das noch dann im Sommer, spätestens im Herbst, noch fertiggestellt werden würde. Ja, wir sind beim nächsten Thema, ein wichtiges Thema, was uns ja, Jahrzehnte schon begleitet, wo ich immer wieder darauf hinweisen muss, weil es immer wieder Änderungen gibt. Das ist die Abflussuntersuchung, die vor einiger Zeit schon gemacht worden ist und die uns vom Land zur Verfügung gestellt worden ist. Man sieht hier, das hier ist die Autobahn zur Orientierung, da hier befindet sich die Firma Lutz, da ist SES und SSD, die Firma Haas. Und im Wesentlichen, da hier noch, dann sieht man, wie die Keiner sich da durchschnemmeln durch unser Gebiet und Liebhoch von Lanach überhaupt rein, von dieser Seite her. Die dunkelblauen Flächen, wie man sehen kann, stellen das 30-jährige Hochwasser dar und die hellblauen das 100-jährige Hochwasser. Das heißt, wenn viel Wasser kommt, dann werden diese Flächen alle überflutet sein. Gleich so auch beim Liebhochbach und Wüstenbach oben,
da sieht man, dass sowieso die Ist-Situation ist blau. Das heißt, es ist sowieso alles unter Wasser, wenn ein Hochwasser kommt. Und der Damm, der gebaut wird, der geht daher so schräg drüber über das gesamte Tal bis hin zur Hitzendorfer Straße. Und dann wird dieser Bereich hier noch dann hochwasserfrei sein, komplett. Wesentlich ist auch natürlich da die Frage, wie schaut es bei der Kaimnach aus? Der Einfluss, der dort zur Birkenstraße hingeht, die Lauer herauf, man hat einmal den Trattenbach und die anderen Holzkammbach, welche Einflüsse haben die? Vor allem auf dieses Gebiet, weil es immer wieder zu Überflutungen kommt. Wir haben da einen Wasserbautechniker beauftragt von der Gemeinde, das Flammenschnellbüro Billig ist damit befasst, schon seit einiger Zeit, es hat zwischenzeitlich ein paar Informationen dazu gegeben. Wesentlich ist, dass die Ausschau halten danach, welche Schutzmaßnahmen man vor allem jetzt für die bestehenden Wohnhäuser errichten kann. Und in zweiter Linie wird dann geschaut nach jene Flächen, die als mögliche Bauernflächen ausgewiesen sind, ob man die in irgendeiner Form so weit schützen kann, dass man dort auch was bauen kann. Auf jeden Fall wird das mit Sorgfalt alles untersucht. Und man wird voraussichtlich im Frühjahr noch dann nächsten Jahres wird man genaueres wissen, welche Schutzmaßnahmen, dass man da setzen kann, dass vor allem dort die Brückenstraßen und die Lauer drumherum noch dann hochwasserfrei oder zumindest hochwassersicher ist. Ganz hochwasserfrei wird man es nicht schaffen, vor allem daher die ganzen Felder von den Landwirten ist ein großes Problem. Weil das Wasser, was vor allem von Moskierten herunterkommt und von oberhalb von Moskierten, müsste dort aufgehalten werden, damit wir da unten nicht das Problem hätten. Allerdings, Moskierten wäre zwar von der Abflussuntersuchung her ein Vorschlag, da wird ein Vorschlag gebracht worden, dass man ein Becken baut, das ungefähr doppelt so groß ist wie in unseres. Das heißt, die kosten ungefähr 600.000 Kubikmeter und die müssten über 1 Million Kubikmeter Fassungsvermögen haben. Und das wird nicht so einfach sein, wie man bei uns gesehen hat. Das hat viele Jahre gebraucht, bis man zu einer Lösung gekommen ist mit den Grundeigentümern und dort werden natürlich wesentlich größere Flächen betroffen sein. Das heißt, alles, was wir jetzt da machen können seitens der Gemeinde ist, in den Wasserbautechniker uns zusammensetzen mit dem Land Steiermark und dort gemeinsam nach Lösungen zu suchen, dass man die Ist-Situation, sprich die bestehenden Gebäude, bestmöglich vom möglichen Hochwasser schützt. Ja, das ist ein bekannter, ganz kurz nur, das ist das Projekt zum großen Rückhaltebecken, wie wir hier sehen, das ist der Damm, der geplante. Das ist jetzt allerdings ein älterer Plan, das ist jetzt nicht mehr der Plan, der eingereicht worden ist, aber in etwa, dass man sich vorstellen kann, wie so ein Damm ausschaut. Es wird voraussichtlich einen Betonkern wird es geben. Und diese wird dann zugeschüttet mit Erdmaterial und wird so an der höchsten Stelle so in etwa die 4 Meter betragen. Es wird dann zwei Drosselwerke geben, einmal beim Lustbach und einmal beim Ebertbach erhöhen. Drosselwerke sind Werke, die dazu dienen, dass sie das Wasser einfach nur der Menge durchfließen lassen, dass im Unterlauf vom Lustbach, also unterhalb vom Damm, das Wasser nicht mehr über das Ufer treten kann. Ja, das ist nur eine schematische Darstellung von 10-jährigen Hochwasser, von 30-jährigen und von 100-jährigen, diese Farben, die wir hier sehen. Und da kann man einfach erkennen, dass vom Wiebachbach der natürliche Überlauf in den Rosenbach herübergeführt wird, indem da das dementsprechend einfach dann so weit ausgeweitet wird oder vertieft wird, dass es nachher dann kontrolliert in den Rosenbach überlauft und sich von da aus nachher dann ausbreitet bzw. von dem Lusenbach und Wiebachbach dann abgeleitet wird.
Ja, ich habe nur einen Schnitt mitgenommen, und zwar von der Stützmauer, beziehungsweise halt wie so ein Dammwerk ausschauen kann. Man sieht da, dass da ein großes Betonbauwerk ist. Links und rechts wird noch mit Erde zugeschüttet, wo gibt es noch dann auch einen Grobstock, das sind einfach Steine, oder es wird etwas Beton, wird etwas betoniert, damit das Wasser dort noch kommen kann. Dann gibt es dann eine Bewässerungsmulde auf der anderen Seite. Und das ist nur kurz zur Veranschaulichung, wie so eine Stützmauer ausschaut. Kurz schema eine Draufsicht vom Drosselbauwerk, der Lieberbach, damit man kurz eine Ahnung hat davon, da fließt der Lieberbach herein. Da gibt es dann den sogenannten Becken, der noch das grobe Gestüt noch auffällt, fließt dann durch in das sogenannte Dosbecken. Daher gibt es eine Drosselöffnung, die je nachdem genau eingestellt wird. Wir haben jetzt schon 10 Rückhaltebecken, wo es auch ein sogenanntes Drosselwerk gibt, wo man und